So, ja, das Video geht an alle, die noch wie ich vor kurzem nach einer PlayStation 5 gesucht haben. Gesucht haben, vor allem, tut mir leid. Suchen! Die nach einer PlayStation 5 suchen. Ich denke mal, ihr kennt das Problem. Ja. Ja. Immer noch nicht da. Immer noch nichts vorhanden. Man kriegt keine. Wo denn aber der Hoffnungsschimmer kam von Amazon, ja, wo sie angefangen hatten mit ihren Einladungslink, da hatte ich Hoffnung bekommen. Hat sich aber herausgestellt, dass es vollkommener Quatsch ist, weil die Warteschlange ist einfach viel zu lang. Ihr wartet euch tot. Ja, das ist das Problem. Ihr müsst euch ja vorstellen, wie viele Leute denn auf diesen Einladungslink warten. Ja, das sind Unmengen an Leute. Deshalb habe ich dann weiter rumgestöbert und mal geguckt und bin dann auf Kaufland gestoßen. Ja. Kaufland hat ja auch eine Online-Seite, wo auch mehrere verschiedene Verkäufer ihre Waren anbieten. Ja, ist sozusagen wie Amazon so eine Art Vertrieb. Ja, und deshalb, das war mir aber immer zu riskant. Ich wollte auch nie auf irgendwelchen Seiten was kaufen, weil das ist schon eine Summe an Geld und ich möchte die nicht einfach so in den Sand setzen. Ja, und dann kriegt man am Ende nur einen Karton geschenkt. Ich glaube, die eine oder andere kennt vielleicht auch die Angst, ja, dass man das dann hat und sagt, nee, ich möchte das nicht riskieren. Und deshalb war meine Hoffnung da, in dem Sinne dann bei Kaufland. Und ich habe aber deshalb auch darauf geachtet und dann auch gesehen, da steht fett im Blau, mit einem blauen Hintergrund, Verkäufer ist Kaufland. Ja, darauf unbedingt achten, das habe ich gemacht. Und mir dann direkt von Kaufland selber als Verkäufer die PlayStation 5 bestellt. Ja, so, und für mich war es wirklich im Nachhinein auch wirklich ein absoluter Schnapper. Ein Schnäppchen, weil dort waren die PlayStation 5 natürlich, zwei Spiele, FIFA 22 und Call of Duty Vanguard und die Festplatte mit 1 Terabyte, ja, für 799 Euro. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere dann auch sagt, vielleicht, ja, ist ja voll teuer, aber ihr müsst im Nachhinein mal nachrechnen, also die Festplatte 1 Terabyte alleine kostet über 100 Euro. Dann die PlayStation 5 dazu und zwei Spiele. Mega top. Wenn ihr im Internet guckt, es wird angeboten, teils die PlayStation 5 alleine, nur die Konsole selbst für 900, 800 Euro. Ja, von daher, für mich war es ein Schnäppchen jetzt im Nachhinein, alles. Deshalb, wenn ihr noch eine sucht, ja, vergebens bisher, ist das, natürlich werde ich dafür nicht bezahlt. Ich habe nicht mal ansatzweise die Reichweite von Kaufland dafür bezahlt zu werden oder sonst irgendwas. Aber deshalb, mein Tipp für euch, wenn ihr noch eine sucht, bei Kaufland im Online-Shop, guckt nach, achtet auf diesen blauen Hintergrund, wo drauf steht, Verkäufer ist Kaufland. Und ich habe jetzt gerade noch vor der Aufnahme nochmal geguckt, was der Kaufland hat. Mein Angebot haben sie natürlich nicht, ist anscheinend dann auch begrenzt. Die verkaufen auch extra, steht auch dran, nur pro Käufer nur einmal, ja. Also macht auch noch einen seriösen Eindruck. Klar, ist ja auch Kaufland an sich. Da hatte ich jetzt denn dadurch auch keine Angst mehr gehabt, anstatt irgendwo bei einer fremden Internetseite zu kaufen. Und ja, jetzt hatten sie zum Beispiel mein Angebot natürlich nicht mehr, aber jetzt ein anderes Angebot. Und zwar auch zwei Games, glaube ich, mit der Speicherkarte. Und aber noch mit dieser Medienfernbedienung. Denn für 899 Euro. Ja, ist eine Menge Geld, aber immer noch günstiger, als wenn ihr die PlayStation 5 alleine irgendwo kauft für 800, 900 Euro, ja. Und es hat sich für mich gelohnt. Und ansonsten wartet einfach nochmal ab, wenn euch mein Angebot, was ich hatte, mehr gefällt, dann wartet dort halt noch auf dieses Angebot ab. Und ansonsten lief alles super ab, alles läuft geil, die PlayStation 5, ich kann endlich damit zocken, die Games genießen, Grafik, alles, der Controller ist der Mega-Knaller, Alter, ey. Das ist der Hammer, ihr kriegt noch das Spiel Playrooms noch kostenlos dazu. Da seht ihr, was der Controller alles kann. Das ist der mega, ja, eigentlich unbeschreiblich. Und ja, die Lieferung vor allem am nächsten Tag war es bei mir da. Also dauert ein bis zwei Tage, aber bei mir war es schon wirklich, am nächsten Tag war die PlayStation 5 schon da. Und ich konnte sie auspacken. Ja, deshalb vom Preis, das geht wirklich vollkommen klar, wenn ihr noch eine sucht. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte so ein Video gefunden, deshalb dachte ich, ich mache mal so eins, wo einer mal so einen Tipp gibt dazu. Ja, kannst du locker flockig bei Kaufland, von Kaufland selber, das kaufen. So, und es war gleich da. Ich dachte, die gibt's halt nicht mehr. Ich dachte, die sind überhaupt nicht verfügbar. Aber wenn man weiß, wo, dann kriegt man doch noch eine. Und der Preis geht klar. Ja,
Gut. Alles klar, ne? Denn vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wenn euch das auch nicht zu viel ist oder so, dass ihr eine jetzt ergattern könnt, ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Und ja, also für mich persönlich besseres Angebot gibt es da nicht. In der Form, heutzutage vor allem. Ja. Also macht's gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.